So, und da sind wir wieder. Nach einer kurzen Essenspause. Ihr werdet angegriffen. In Ordnung. Ja, soll ich jetzt den Wolf irgendwo hinlocken oder? Weil ich weiß, dass ich ihn ja nicht bekämpfen kann. Wir kümmern uns darum. Aber mal schauen. So soll es sein. Ja. Ja, mein Herr. Ihr werdet angegriffen. Sofort. Der Wolf scheint aber jetzt auch irgendwie nicht so viel Schaden zu machen, als würde einer meiner Truppen dann daran drauf gehen oder so. Nur Mut. Wir werden siegen. Es ist Zahltag. Moment mal. Kerberos hat doch... Ich muss ihn mit Kerberos angreifen. Ja. Weil der hat ja Ergreift sie! die Klinge, die ihn verletzen kann. Ihr werdet angegriffen. Und da ist er auch schon. Ja. Wir kümmern uns darum. Ah, okay, jetzt scheint er wieder abzuhauen. Wir kümmern uns darum. Nur Mut. Wir Okay, werden also muss siegen. ich ihn wahrscheinlich mit Kerberos angreifen, damit er halt weitergeht. Und jetzt wartet er hier oben. Macht sie nieder. Okay. Feinde greifen euch an. Gern. Wir kümmern uns darum. Bis in den Tod. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ah, okay, er hat den noch nicht an... Okay, er wendet den Trank erst jetzt an, verstehe. Okay. Und hinüber ist er. Das kann ich. Ja. Nö, er kann immer noch nicht in die Höhle rein. Ja, in Ordnung. Okay, Auftrag. Wer weiß auch wohl. Kehre danach zu Mavi zurück. Machen wir das. Ja. Das kann ich. Tracking, so gesagt. Sofort. Aber wir können Es ja währenddessen regnet. den Weg hier erforschen gehen. Ich glaube, wir müssen da nämlich so oder so lang. Ja.
Ansonsten, ich hatte ja schon angekündigt, dass ich halt als nächstes Spellforce wahrscheinlich spielen will. Ja! Aber ich habe jetzt gesehen, dass es eventuell doch nicht dieses Jahr rauskommt, sondern ein bisschen später. Steht anscheinend ein bisschen offen. Vielleicht müssen die... Aber auf jeden Fall dauert das noch eine Weile. Und muss ich vielleicht irgendwie sehen, ob ich da ein anderes Spiel... Der Tag der Abrechnung. Let's Play finden. Oder ob ich jetzt einfach mehr Folgen hier rausbringe. Mit dieses Let's Play vielleicht quasi schneller voranschreiten. Sofort! Ist beides eine Möglichkeit. Jawohl! Macht sie nieder! Zum Glück haben wir Gewehrschützen dabei. Sofort! So. Also den Typen... Der Sommer kehrt zurück. Der erzählt uns jetzt quasi halt nur von denen, dass er gefangen genommen wurde. Und in Ordnung. Ja, wir haben Kerberos jetzt gerade nicht da, um ihn anzureden. Aber sag jetzt quasi, er wurde von Wilden gefangen genommen und sollte geopfert werden. Für Ruhm und Ehre. Feinde greifen euch an. Ja. Und jawohl. Kerberos wäre dann einfach so fies, ihn dann einfach umzulegen. Keine Ahnung. Einfach nur wollten die Macher da anscheinend damit zeigen, wie das einfach ich nur böse mein Bestes. Ist. Böse um des Bösen zu werden. Für Ruhm und Ehre! Ergreift sie! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt! Ihr werdet angegriffen! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Das ist jetzt eigentlich ganz interessant. Die haben das Dorf hier um diese Pflanze aufgebaut. Sehr gut, du hast den Wolf getötet. Nun brauche ich ein Stück von der Pflanze des Lebens. Die Pflanze befindet sich tief im Sumpf in der Nähe der Dorfruinen, wo sie von Dunkelheit und Nebel beschützt wird. Es gehen Gerüchte um, dass sich dort ein primitiver Stamm niedergelassen hat und die Pflanze als Heiligtum verehrt. Okay. Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten. Ja. Allerdings ist ja irgendwie seltsam, dass eine Pflanze des Lebens in den Ruinen eines alten Dorfes einfach auftaucht. Ich meine, wenn das so jetzt bestimmte Lebensstätte oder so gewesen wäre, ist ja auch irgendwie seltsam, dass die Dorfbewohner immer noch an Krankheit und alles so gelitten haben. Ich tue mein Bestes. Von dem ursprünglichen Sumpf ausgehen. Tja. Ja! Ist hier noch irgendwas? Dafür sind wir genau die Ach, Richtigen. Da fällt mir gerade was ein. Von dem späteren Questverlauf. Verteidigt euch! Ihr werdet angegriffen! Da sind noch mehr von denen. Lehrt sie das Fürchten! Oh, okay. Ich dachte immer, dass die wären nur dort unten, aber... Attacke! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Macht sie nieder! Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Attacke! Gell! Die restlichen Wohnstätten lassen wir mal von den Gewerkschaften. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Kaputt. Sofort! In den Kampf! Wie ihr befehlt! Wie ihr wünscht! Ist hier jetzt hier hinten noch irgendwas? Ergreift sie!
Boah, ich meine, wie viel halten die aus? An einem der Steinbrüche gibt es bald nichts mehr zu holen. Ich tue mein Bestes. Ja. Okay. Euer Wunsch ist mir Befehl. Das kann ich. So, Kerberos, dann kannst du ja gleich wieder zurückrennen. Ja, in Ordnung. Hier scheint es halt unbesorgt. Auch nicht mehr so viel Besonderes zu sein. Ach ja, der Sumpf. Das erinnert mich irgendwie an die Mission mit der Wetterkatastrophe, wo die Wettermaschine einen Dauerregen ausgelöst hat. Jawohl. Nee, oder? Kann das sein? Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Die Dörfer waren die damals da in der Kampagne waren? Wie ihr befehlt. Ich meine, theoretisch könnte es ja sein, aber ist mir nur gerade so aufgefallen, dass die Möglichkeit ja eigentlich auch besteht. Jawohl. Naja. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ja, da ist noch was Rotes da. Nur Mut! Wir werden siegen! Tja, die armen Leute. Die wollten doch nur hier im Frieden leben. Aber jetzt wurde der ganze Stamm platt gemacht. In Ordnung! So. Hier ist jetzt auch nicht mehr so viel Besonderes. Warte mal, hier kann man nicht rüber. Jedenfalls, ja. Ja, dann fing die. Ihr habt eine neue Herausforderung erhalten. Ja. Die wollen ja unbedingt die neuen Einheiten unbedingt mitverwenden. Wie Dieb und so. Mir fällt aber ein, ich habe noch gar kein Wirtshaus gebaut. In Ordnung. Kann man das überhaupt schon bauen? Wirtshaus hier. Nein, in dieser Mission nicht verfügbar. Aber ich kann ja erstmal... So soll es sein. ...schaffen, um die wieder aufzufüllen. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ja, Wetter... Wenn ich nicht bald einen Platz in einem Bauernhof finde, falle ich vom Fleisch. Okay. Ja, ich wünschte, es wäre so einfach wie bei den Wohnhäusern. Einfach aufbauen und keine Person wird mehr dazu benötigt und dann... Ja, weil ich habe irgendwie immer das Problem, dass ich die Bauern dann immer noch unterbringen muss und das ist dann irgendwie so kontraproduktiv für mich meistens. Am Ende ich